Und er nimmt das versiegelte Pergament, bricht das Siegel, rollt es aus und beginnt vorzulesen. Ich, Rian Quinn, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, schreibe auf dieses Pergament meinen letzten Willen und Testament. Von unten aufgeführten Ausnahmen abgesehen soll mein Sohn Owen mein Haus und meinen persönlichen Besitz erben. Verwende und veräußere es, wie es dir beliebt oder angemessen erscheint. Doch neben der Weitergabe meiner persönlichen Dinge muss dieses Dokument noch anderen Aufgaben dienen. Ich habe verfügt, dass es erst verlesen wird, wenn alle Bedachten versammelt sind. Da ich nicht nur Dinge zu vererben habe, ich habe auch den einen oder anderen Gefallen. Meine alten Freunde, ich hasse es, euch all dies aufzubürden. Doch kenne ich sonst niemanden, der die wahre Bedeutung meiner Bitte zu erfassen imstande wäre. Jetzt. Wie einige von euch wissen, habe ich viele meiner Studien dem Okkulten, dem Bösen und Ähnlichem gewidmet, damit ich den Feind und die Mysterien der Welt besser verstehe und ihm gewappnet bin. Denn dieses Wissen über den Feind stellt den sichersten Weg dar, ein gesundes und langes Leben zu führen. Oben. Würden Sie bitte mit Ihrer Frage warten, bis ich fertig bin? Der Entschuldigung. S. Alasi war sein Name. Im Laufe meines Lebens habe ich daher eine bedeutende Sammlung gefährlicher Bücher angehäuft, welche unter den falschen Umständen zu unangenehmen Fragen und Problemen führen können. Die Mehrheit davon befindet sich sicher unter Verschluss in der Universität von Laufenborn. Doch ich fürchte, dass ein paar, die ich geliehen habe, noch immer hier in meinem Haus in Waldenholz sein könnten. Sie waren von großem Wert zu Lebzeiten. Doch möchte ich meinem Sohn nicht die dunklere Seite meines Berufs oder noch schlimmer die Gefahren auflasten, die von dem Besitz der Bücher ausgehen. Daher, meine Freunde, vermache ich euch diese Bücherkiste und bitte euch, die Sammlung meinen Kollegen an der Universität zu übergeben, wo sie von größerem Nutzen sein können. Doch bevor ihr aufbrecht, habe ich noch einen weiteren Gefallen. Bitte wartet einen Monat und sorgt dafür, dass mein Sohn in Waldenholz sicher und wohlbehalten ist. Nun, da ich fort bin, hat er niemanden mehr. Daher bitte ich euch, ihm beim Regeln der Angelegenheiten in diesem Monat zu helfen. Ihr hättet meinen ewigen Dank. Ich weiß jedoch, mit Dank kann man sich nicht so viel kaufen. Daher soll es so sein, dass wenn ihr diesen Monat mit ihm verbringt und ihm helft, dass ich euch jeweils 500 Goldmünzen vermache. Das Geld wird von meiner verlässlichen Freundin Isolde Lichtenstein in Laufenborn verwaltet. Ich habe sie angewiesen, die Auszahlung bei Übergabe der geliehenen Bücher doch nicht eher als einen Monat nach Verlesung dieses Testaments vorzunehmen. Unterschrieben, Professor Rian Quinn. Bei den Wörtern 500 Gold sind Nissas Augen leicht aufgeblitzt. Punkt 1. Ich glaube, ich beteilige mich doch an dem Brauch des Genusses von Alkohol. Punkt 2. Ein Monat in Ihrer Bibliothek. Ich bin dabei. Das gefällt mir auch. Klingt nach vielen Informationen. Des Weiteren wurde ich noch angewiesen, Ihnen dreien jeweils ein weiteres besonderes Stück
zu übergeben. Und Alassi, du kriegst so eine kleine Box, groß genug für einen Halskettenanhänger. Nia, du kriegst einen Stab. Und Nissa, du bekommst einen Umschlag. Ich betrachte mal mir diesen Stab etwas genauer. Verzeiht, hier, das gehört noch dazu und erreicht dir dann auch noch einen Umschlag. Okay. Scam. Wenn sie dann bitte hier die Formalitäten unter gegenzeichnen würden und er schiebt euch ein Schriftstück entgegen und mit Tintenfass und Feder. Werden wir das bereuen oder nicht? Naja. Natürlich werden wir das bereuen. Es ist von Rian. Ja. Stimmt wohl. Aber es könnte auch ziemlich interessant werden. Richtig. Interessant und gefährlich. Alassi würde dann mal diese Box öffnen, wenn es denn möglich ist. Ja, du machst die Box auf und es ist tatsächlich keine Kette, sondern es ist nur ein Medaillon-Anhänger in dieser Box. Stellt das Medaillon etwas Bestimmtes dar? Oder? Du kannst es öffnen. Das ist eines dieser Medaillons, wo man Bilder reintut. Dann wird Alassi das Medaillon einmal öffnen. Da ist eine vierköpfige Familie abgebildet. Und daneben in einer kleinen Gravur ist ein Familienname eingraviert. Der lautet? Brass, so wie du dich. Okay, und du hast ein klassisches vierköpfiges Bild. Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Und du darfst mir sagen, wer davon Alassi sein soll. Damit ich mir entsprechend die anderen drei Namen überlegen kann. Kümmere dich der einmal um die anderen. Ja. Ja, ich schaue mal in meinen Umschlag, während ich dann war. Ja. Nine. Das Stück Holz gehörte einst deinem Großvater. Es ist an einigen Stellen fehlt noch das eine oder andere Teil. Ich bin mir sicher, du wirst die anderen Teile finden und ihn zu seinem alten Glanz zurückführen. Okay. Ja, du stellst fest, so an einigen Stellen kann man scheinbar quasi sind so Aussparungen. Ja, und auch sowas eingeritzt, was wie ein Ornament aussieht, wo eventuell mal noch ein weiteres Holzteil dran gebaut war. Oh, das ist ja die Nadel im Heuhaufen. Ich würde meinen Brief erstmal gegen das Licht halten, um zu sehen, was drin ist, ohne ihn erstmal aufzumachen. Also, Briefbombe. Du hältst ihn gegen das Licht und da scheinen zwei Stück Papier drin zu sein. Okay, ich mache ihn vorsichtig auf. Du hast einen Kartenausschnitt. Und auch eine kurze Nachricht. Vervollständige die Karte und du wirst in der Lage sein, dich deiner größten Angst zu stellen. Ist das eine Schatzkarte, was du da hast? Ah nee, du hast es ja noch nur durchgescheint, ne? Warte. Ja. Ich hab's schon aufgemacht. Aber okay. Ja. Dann sagt sie das. Sie liest sich den Satz nochmal durch.
Eher weniger. Und sie packt den Brief wieder zusammen und steckt ihn ein. Mhm. Ist das übrigens ein Ausschnitt von der Landkarte, wie wir sie sehen? Nein, es ist tatsächlich einfach von dem Bild her hast du erstmal ein bisschen Ufer von irgendwas. Mhm. Und viel Wasser. Gut, mit Wasser komme ich ja klar. Und du stellst fest, es ist tatsächlich, dass das Ding scheinbar absichtlich auseinandergerissen wurde. Wie gemein. Ich denke mal, wir haben den Vertrag unterschrieben. Und dann der Anwalt packt zwischenzeitlich, wie er das. Dann bedanke ich mich. Ich werde entsprechende Nachricht an Frau Lichtenstein weiterleiten, dass das Testament verlesen wurde, und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ebenso. Ihr habt euch wohl. Ja. Schätze, wir können uns ein bisschen noch häuslich verstanden haben. Oh, wir meinen so, wenn ihr 500 Gold wollt, denke ich schon. Mal abseits davon würde ich dir recht gerne helfen. Das ist keine leichte Sache. Danke. Ich denke, wir haben uns jetzt dann alle etwas zu essen verdient und können dann uns weiter kennenlernen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Und das geht am besten beim Essen. Und Alassi, könnt ihr überhaupt betrunken werden? Also ich weiß, dass eure Art in der Lage ist, auch wenn ich nicht weiß, wie, Flüssigkeiten und Lebensmittel zu verarbeiten. Aber ich glaube, ich habe noch nicht davon gehört, dass jemand von euch betrunken wurde. Oder sonst irgendwie auf Alkohol angeschlagen hätte. Alassi schließt das Medaillon, legt es wieder in das kleine Kästchen, schließt das auch und steckt es in die Manteltasche. Glaubt mir, wir auch nicht wissen. Und nein, Alkohol, wie auch viele andere Dinge, hat keinerlei Wirkung auf unser Eins. Nicht, dass ich viel vom Betrunkensein halte, aber ist das dann nicht langweilig? Das kommt darauf an, mit wem man trinkt und für was für Unterhaltung diese sorgen. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr große Kostenersparnis. Durchaus. Ich denke, nicht essen und nicht trinken zu müssen, ist generell eine große Kostenersparnis. Ja, aber das ist ja auch irgendwo langweilig. Und ihr dann nicht euch füllen oder sowas instand halten? Das kostet doch sicherlich auch was. Ja, wir reden nicht gerne darüber. Wie war? Immer diese Insider auf Dinge. Ja. Alassi führt euch für dieses große Anwesen einen überraschend kleinen Speisesaal. Beziehungsweise der Speisesaal ist riesig, nur der Tisch ist tatsächlich gerade mal groß genug, dass ihr alle vier so gerade so dran passt. Süß. So hier so ein bisschen reingekuschelt. Hoffentlich schmeiße ich nichts um. Nee, der Saal an sich ist riesig. Da müsste normalerweise so eine Tafel für 20, 30 Leute rein. Aber da steht dann quasi, du hast einen riesigen Saal, riesiger Kronleuchter und verschiedenes Prunk an den Wänden und so weiter. Aber in der Ding steht gerade mal ein Vier-Personen-Tisch. Ich schaue mich im Raum um, dann auf den Tisch, niedlich, und setze mich dann.
Entweder wurden hier keine großen Feste gefeiert oder sie brauchen viel Platz zum Tanzen. Weder das eine noch das andere. Essen war für Mutter mehr ein notwendiges Übel. Also Essen auf den Tisch, runter damit und gehen. Ja, ich kann mich erinnern, dass sie bisweilen mit gewissem Neid reagiert hat. Ja. Ja, ich hoffe, er blickt dabei hauptsächlich auf Nia und Nissa. Ich hoffe, es mundet. Ich bin jetzt nicht gerade der großartigste Koch, aber... Macht euch keine Gedanken. Ich habe mehr als genug Erfahrung darin, zumindest für mich selbst zu kochen. Macht euch keine Gedanken. Ich habe einige Jahre in einem Kloster verbracht. Da gehen wir davon aus. War schon wirklich sehr gut. Ich gehe mal davon aus, ich hatte schon Schlimmeres. Ja, er stellt, es ist positiv. Er stellt einen Eintopf auf den Tisch, ein Laib Brot dazu, rollt den Servierwagen aus dem Wohnzimmer in die Nähe des Tisches, sodass sich jeder an Getränken bedienen kann, wobei es ist nicht nur Alkoholisches drauf. Es sind nur ungefähr 80% davon Alkohol. sofern Wasser verfügbar ist, gieße ich mir Wasser ein. Ja, er holt einen Krug Wasser. Sind das noch die Rückwirkungen vom Kloster? Trinke gerne Wasser. Er selbst schenkt sich ein Glas Wein ein. Ich würde mir auch erstmal was Nicht-Alkoholisches nehmen. Mhm. Also auf dem Wagen sind so verschiedene mit scheinbar irgendwelchen sirupartigen Dingen versetzten süßliche Getränke. Ah ja, süß. Sirupartig? Ja. Ninea schnuppert mal dran. Es riecht nach Himbeere. Hat zwar mit einer bläulichen Farbe nicht unbedingt die Farbe, wie du dir Himbeere vorstellst, aber... Was ist denn hier drin? Das müsste... Sie nannte es Himbeerlimo sein. Und warum ist sie nicht himbeerfarben? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sie probieren. Ich auch. Ich nehme mir ein zweites Glas und schenke mir ein klein bisschen ein. Aber Rian traue ich einfach alles zu. Also wenn ich umfalle, dann ist es davon. Ja. Noch ein paar, während wir essen, ein paar Worte zu mir. Mutter hat mich vor ungefähr 15 Jahren von der Straße aufgegabelt, als ich versuchte, ihre goldene Taschenuhr zu klauen. Keine Sorge, so etwas scheint ein Hobby von ihr zu sein. Sie hat mich nicht verpfiffen, sondern aufgenommen und seitdem, ja, der... Hat tatsächlich weniger der Grund, warum ich die Taschenuhr wollte, war das Gold, sondern mehr der Mechanismus. Denn ich habe durchaus ein gewisses Interesse daran, wie Dinge funktionieren, besonders mechanische Dinge. Ah, das ist doch sehr interessant. Kommt nicht auf dumme Ideen. Nein, ich weiß. Ich habe, ihr seid der erste, den ich eure Art persönlich treffe, aber von den Dingen, die ich gelesen habe, während ihr noch oder eure Art noch ist erschaffen, geschaffen, gebaut, das richtige Wort, wurde alles von den dreien. Ist vieles im Spiel, das nicht unbedingt
wohl auf handelsübliche Mechanik zurückzuführen. Allein schon. Entschuldigung. Allein schon, wie die Verbindung zwischen Holz, Leder und Metallteilen funktioniert. Das ist in der Mechanik jetzt nicht unbedingt so üblich. Und natürlich ist sehr viel wohl Magie im Spiel. Und wenn ich den Bericht eines zwergischen Ingenieurs richtig verstanden habe, seid ihr tatsächlich innen drin wohl sehr zahnradlastig, was aber nicht erklärt, wieso ihr anders seid als ein Golem. Also, du meinst, dass er ein eigenes Bewusstsein hat? Ja. Das sehe ich persönlich als Vorteil. Ich finde es sehr faszinierend. Aber da das Wissen, da man sich nach dem Krieg geeinigt hat, dass diese Technologie zerstört wird, was zumindest unter einigen von euch, glaube ich, zu einer drastischen Revolution geführt hat, wo auch immer sie jetzt stecken, wird das nicht sein, worauf ich meine Forschung weiter beschränke. Von daher ziehe ich dann doch die klassischen Ingenieurskünste vor. Und aktuell bin ich tatsächlich dabei, mir einen vierbeinigen Freund zu bauen. Ah, wie weit ist denn der vierbeinige Freund denn schon? Ich habe seinen Korpus soweit fertig. Als nächstes kommen die Beine und dann der Kopf. Ah, ich verstehe. Ich fürchte, bei dererlei Dingen kann ich nicht behilflich sein, aber vielleicht hat ja Alasi. Nyssa schaut dem Gespräch sehr amüsiert zu. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein gewisses Verständnis dafür hat und vielleicht helfen kann. Oder? Ich bin Forscher, kein Mechanikus. Hätte ja sein können. Ich denke, da müsste man eher die fragen, die ihn gebaut haben. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall bin ich beruhigt, dass ihr erkannt habt, Finger weg und wir können Freunde bleiben.